Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind hier jetzt in der Höhle des Schläfers oder im Tempel des Schläfers. Ich habe bisher jetzt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Okay, Schalter gibt's hier wieder. Ich gehe mal von aus, dass es dieselbe Reihenfolge ist wie letztes Mal. Alter! Ich kann den nicht mal anvisieren. Niederer Dämon. Alter, was? Den kann ich nicht mal looten. Alter. Direkt einen niederen Dämon und den konnte ich nicht mal anvisieren. So. Mana. Komm, wir fressen jetzt ein Brot. So, wegen meinem Husten habe ich übrigens mir jetzt eine Tasse Tee gemacht. Ne, sieht man schlecht, auf jeden Fall. Oh, jetzt sieht man die Tasse. Damit ich mal ein bisschen wieder gesünder werde, weniger huste. Da war ein Haar dran oder sowas. Bäh. Alter, aber jetzt heftig. Niederen Dämon hier. Von wo kommt der denn? Habe ich einfach das Falsche betätigt, oder wie? Kam er deswegen? Kommen die dann öfter? Aber immerhin haben wir dafür jetzt nochmal einen Stufenaufstieg bekommen. So, irgendwann muss das Brot auch immer alle sein, oder? Das kann doch nicht sein, dass es so lange dauert. Reis müssen wir auch noch loswerden. Das wird noch länger dauern. So. Natürlich kommt noch einer. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Level 29. Ja, für den nächsten bräuchten wir nur 4000. Um die 4000, um den nächsten Level zu erreichen. Was, wenn wir jetzt den hier machen? Kommt noch mal einer? Neuer Tagebucheintrag. Wer ist denn das jetzt? Ein Ungläubiger im Hoch des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Hallo, greif ihn doch an. Greif ihn doch an, nein, komm. Alter, hör auf. Was war das denn jetzt? Alter. Was? So, den mussten wir ja noch machen. Genau, da hinter uns kommt ja jetzt wieder so einer. Komm. Looten können wir den ja nicht. So, jetzt nochmal speichern. So, was war das denn jetzt aber für ein... So, das kennen wir ja schon. Warum haben wir den jetzt nicht schlagen können? Verdammt. So, weg. Nein, hör auf. Alter. Ich kann mich nicht bewegen. Komm, jetzt schnell. Ich kann die Waffe jetzt nicht ziehen. Wie schaffe ich das jetzt? Verdammt. Komm. Greif den doch an. 8000. Okay, jetzt... warte mal, 8000? Ach so. Ich habe mich verzählt.
Das waren ein bisschen mehr, was wir gebraucht haben. Aber okay, jetzt haben wir den geschafft. Müssen jetzt aber das hier wieder leer machen. Aber ich habe keinen Bock, jetzt auf das Reis gleich umzusteigen. So, gleich haben wir das Brot weg. Immerhin dann schon mal das weg. So. Und dann speichern wir, weil wir das jetzt geschafft haben. Und können wir wieder zurück? Sonderbarer Stein. Mit welchem Schwert haben wir das jetzt gemacht? Mit einem Rasselstahl oder wie? Okay, gehen wir hier nochmal durch. Fackel. Die Statuette. So, hier müssten noch ein paar Minecrawler sein. Oh! Die habe ich in der letzten Folge nicht gesehen gehabt. So, dann wollen wir hier mal hoch. Die haben uns schon im Visier. Jo. Alter, zu viel auf einen Schlag. Komm. Sind echt schon ein bisschen viele. Ja, komm. So, jetzt können wir endlich mal das Brot loswerden. Komm, wir machen das nächste. Die Äpfel, die gehen am schnellsten. Danach bleibt uns aber nichts mehr anderes über, außer den Reis und halt die Heiltränke. Das Fleisch fressen wir ein andermal. Ah, hier. Okay, jetzt haben wir es. So. Ach, das ist... Hier, okay. Wo ist denn jetzt der Minecrawler? Da ist er. Tempel-Minecrawler? Was? Der bewegt sich aber was. Da ist noch einer. So. Gibt's hier noch mehr? Alter, wie viele hier hängen? Sind das Menschen oder Orks oder was? So, und das ist der Weg, den wir jetzt gerade gegangen sind. Und das da ist der Weg, wo wir von wo wir gerade kamen, also wo es halt wo wir in der letzten Folge auch aufgehört hatten. So. Den haben wir auch noch. So, Trank und noch ein Trank.
Ja, jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Ich gehe mal davon aus, dass wir hier hin müssen. Bevor wir da reingehen, erstmal speichern. Und wieder eine Fackel. Hier geht's nicht rein. Wir müssen irgendwas machen, damit wir da rein können. Gehe ich mal von aus. Ist irgendwo ein Schalter oder so? Oder sonst was? Irgendwas? Hier sind noch mehr Minecrawler irgendwo. Da drinnen wahrscheinlich. Wir müssen da irgendwie durch. Hier ist aber kein Schalter oder sonst was, ne? Okay, was machen wir dann? Okay, dann lauf mal lieber so. Ah, hier ist ein Schalter. Ach so, der sah gerade nur etwas größer aus. So, jetzt können wir mal anfangen. Ne, doch noch nicht. Wir haben hier noch ein paar Sachen, die schneller Gesundheit geben. So. Hier geht's weiter. Trank. Noch ein Trank. Noch ein Trank. Metaschlag. Hier gibt's jetzt aber keinen Schalter, ne? Doch. Oh. Oh nein. Schnell. Ich bin schon tot, hä? Jo, müssen wir jetzt laden, tatsächlich. Weil ich jetzt doch zerquetscht wurde. So, seinen Hammer nehmen wir mit. So, hier nehmen wir alles mit. Und nochmal raus. Welcher war jetzt der richtige? Der hier, ne? Ja. Okay, das war jetzt aber sehr, sehr geil gemacht. So, wir wollen aber zuallererst darunter. Na, warte mal. Erstmal die Fackel. So. Da muss es hier jetzt noch einen geben. Oder auch nicht. Jetzt muss ich aber auch sehr viel speichern.
Genau. Und sehr viel springen. Noch mehr Minecrawler. Waffe weg. Waffe, Waffe, Waffe. Waffe weg. Wer ist denn das? Da hast du noch mal Glück gehabt. Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht. Hä? Willst du mich aufhalten? Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Klinge, nehmen wir mal mit. Okay, Korkalom ist hier irgendwo. Habe mich schon gewundert, wo der jetzt geblieben ist. Nee, das wollen wir nicht. Ach, der lebt. Töten wir den. Mana-Bonus. Hier, Lebensenergie. Aber das hat er jetzt davon. So, speichern. Hier geht's aber auch nicht weiter. Ich bin mir auch nicht sicher, wo ich hin muss. Von hier kamen wir ja. Jetzt nochmal die Fackel. Ich habe hier so das Gefühl, dass ich hier falsch bin. Ein falscher Schritt. Das sieht so aus, als würden da von unten Speere rauskommen. Sobald die Tür zu ist. So. Da ist ja noch ein Weg. Jetzt eben wieder was fressen. So, Wurzelsuppe schon wieder. So. Jetzt müssen wir mit dem Reis anfangen. Aber dann sind wir die zumindest auch bald los. Den Reis. Dauert noch ein paar Minuten. Wohl jetzt letzte, ja. Okay, jetzt nur der. Hier ist wieder ein Schalter. Bevor wir da reingehen. Nicht, dass hier wieder Fallen sind. Ein Pfeil? Nehmen wir mit. Ah, ne, nicht wieder so einer. Sterblicher! Deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies.
Ah, nein. Ah, geil. Okay, der ging diesmal leichter. So, welchen Level sind wir jetzt? Wir haben jetzt 40 Lernpunkte. Und jetzt? Nee, hier kommen wir nicht hoch. Was mache ich jetzt? Ah, warte, da war was. Zornstahl. Zornstahl, ist das eine Waffe? Ja. Sieht aber viel schöner aus als das hier. Der Brachestahl ist das Beste, was wir haben können. So. Na, komm. Ach so. Und jetzt? Brauche ich wieder eine Fackel. Ah, hier ist offen. Okay, das war jetzt also immer eins nach, also jedes Mal, wo eines dieser. Ah, das war das hier oben. Aua. Okay, nice. Dann fehlt der hier nur noch, hä? Womit denn? Noch einer? Hätte ich vielleicht vorher speichern sollen? Sterblicher! Du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Was? Was passiert denn jetzt? Alter, hör auf! Jetzt hör auf! So. Boah, das war jetzt sehr, sehr knapp. Jetzt müssen wir sehr viel Reis fressen. Ja. Das waren jetzt 3 untote Ork-Schamanen. Und Kor'Kalom ist hier auch noch irgendwo. Jo, wie viel Reis darf ich jetzt fressen? Wirklich? Kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Ja, komm. Bisschen schneller. Aber das war jetzt heftig. Ich hatte jetzt wirklich gedacht gehabt, ich muss jetzt von was weiß ich wann jetzt wieder nochmal neu laden. So. Ja, komm. Ich habe schon 30 Dinger da gefressen. Boah, das dauert echt ewig. Jetzt sind wir schon, keine Ahnung, wie viele Minuten dabei, Reis zu fressen.
Da bin ich froh, wenn wir da 30 gleich los sind irgendwann. So, das ist jetzt das Letzte. So, speichern. Spruchrolle. Nee. Was? Dies war das Schwert des untoten Orkpriesters Barak Mashor? Barak und. Haben wir noch sowas? Nee. Lichtbringer, diesmal das Schwert ist ich muss dessen Schwerter holen und dann das alles immer mit der Platte verbinden. Okay. Und jetzt? Wie geht's weiter? Wo geht's weiter? Nehmen wir mal die Packel. Speichern jetzt auch nochmal. Bleib doch jetzt zu Korkalom. Der irgendwo hier war. Der war doch hier. Ne, hier war der eine Orkpriester. Da war das irgendwo. Müsste es hier jetzt irgendwo offen sein. Lass dich hier nicht mehr blicken. Ich höre welche. Die Frage ist, wo sind sie? Oder wo finde ich den Weg da hoch? Oder da, was heißt da hoch? Da rein. Jetzt die Frage, ist hier vielleicht irgendwo wirklich ein Schalter versteckt? Nee, ich sehe hier keinen Schalter, der versteckt sein könnte. Irgendwas fehlt. Was ist denn das? Gehen wir nochmal alles ab. Wir hatten ja hier einen Weg. Den einen haben wir ja erledigt. Warte mal, vielleicht steht hier was. Es gibt einen. Warte mal. Langsam verstehe ich Xadas Ziel. Ich bat ihn um Hilfe. Ja. Ich habe den Schaman Urshak vor der Orkstadt wieder getroffen. Er verriet mir, dass ich nur mit Hilfe eines orkischen Zauberspruchs in die Vorhalle des unterirdischen Tempels gelangen kann. Die anderen Orkschamanen bewahren solche Zauber in ihrer Höhle auf. Es ist mir gelungen, in den Tempel des Schläfers zu gelangen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet, aber ich werde es herausfinden. Horakazorg, ein weiterer der 5 Ork-Schamanen, wird nun seine erbärmliche Existenz mir zu Füßen wenden. Barak Unhild, einer der 5 Ork-Schamanen des Schläfers, steht vor mir. Nur einer von uns wird diese Kammer verlassen.
Barak Nassor, einer der 5 Orkschamanen, die damals den Schläfer auf diese Welt geholt haben, steht mir gegenüber. Ich werde sein untotes Dasein ein für alle Mal beenden. 5 müssen wir finden. Von den Orkschamanen. Hier hatten wir den ja. Beziehungsweise, ich würde dann sagen, wir fangen von hier an, ab der nächsten Folge. Und suchen jede einzelne Kammer hier nochmal ab. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!